Oh, wie groß die aussieht. Ich hoffe, ich krieg die überhaupt tot. Ah, ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Kann ich auf jeden Fall schon mal essen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Isle-Folge. Ich spiele heute als Albino-Dilo. Auch wenn es jetzt gerade nicht so Albino aussieht. Liegt aber daran, dass ich nass bin und dass es dunkel ist. Oh, da vorne läuft schon direkt was. Das ist ein Tenos. Ich glaube, gegen die habe ich keine Chance, wenn die rüberkommen. Check mal hier vor mir die Babyzone aus. Na, Pilze sind hier ohne Ende, aber ich höre und sehe nichts. Ich glaube, hier in der Babyzone ist nichts los. Deswegen werde ich jetzt hier wieder weggehen. Aber ich glaube, ihr könnt jetzt schon ganz gut sehen, wie hell ich bin. Ich habe zwar jetzt gerade noch Nachtsicht an, aber auch ohne Nachtsicht bin ich sehr, sehr weiß. Das Licht ist halt noch nicht mal hier angekommen und ich leuchte schon. Also es wird wirklich schwierig. Also Verstecken ist gar nicht drin. Ich muss halt wirklich offensiv kämpfen. Oder halt flüchten. Oh, da vorne steht was. Ah, das ist ein Psittaco. Ich habe mich gerade gefreut. Ach Gott. Ich glaube, der steht nicht mehr auf der Diätenliste. Also wenn ihr euch fragt, wie der AI-Dino aussieht, da habt ihr die Antwort. Leider nicht mehr lebendig. Aber das ist dann halt kein Spieler. Und die graben sich hier in diesen Bauten ein. Können halt auch da reinflüchten und dann muss man die wieder ausgraben. Logischerweise kommt jetzt hier keiner mehr raus, weil ich den gerade schon getötet habe. Aber ist halt auch eine Nahrungsquelle, wenn man halt nichts anderes hat zum Überleben. Dann kann man sich hier schön ein Stück Fleisch snacken. Für große Dinos ist es aber eher weniger geeignet. Oh nein, hinter mir kommt was. Ich hab ein Problem. Das ist ein Ceratus. Das ist ganz schlecht. Wir müssen in die Babyzone rennen. Ich weiß nicht, ob die da durchpassen. Oh nein. Ich hänge halt hier überall fest. Ich hänge fest. Ich kann halt nicht springen mit dem Dilo. Sind direkt hinter mir. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft zu entkommen. Ceratos sind halt so das Schlimmste, weil die sind super wendig. Viel, viel wendiger als ich. Und ich glaube, die waren sogar schneller als ich, weil die ein bisschen größer waren. Oh, die Babyzone ist auch eine Katastrophe zum Flüchten für mich. Zum Glück kann der Cerato auch nicht springen oder sowas. Oh, das war jetzt schon mal ein Schock. Müssen jetzt aber ganz schnell hier abhauen. Oh, das ist ein Reh. Ich hoffe, das rennt nicht weg. Ich glaube, wir brauchen sehr viele Bisse, um das zu töten. Aber wir sind schneller, das ist ganz gut. Oh, das ist sogar genau die Diät, die wir brauchen. Dann haben wir gleich schon die Perfect Diet. Das war jetzt lucky. Oh, das hier ist eine Schlammgrube. Das ist ja perfekt. Das ist immer so das Allerbeste, wenn man als Albino eine Schlammgrube findet. Da kann man sich schön suhlen und dann ist man nicht mehr so auffällig. Jetzt müssen wir nur ein bisschen hoffen, dass es gleich nicht regnet, damit der Matsch nicht wieder weggeht. Aber so fühle ich mich schon wesentlich sicherer, das muss ich echt sagen. Oh ja, so eine Wildsau ist perfekt. Ich bin übrigens schon echt gut gewachsen. Ich bin schon bei, ich glaube, über 40%. Oh, ich bin sogar schon sub-addled. Das geht echt schnell. Das liegt auch daran, dass wir die perfekte Diät hatten. Ah, sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch schon unser Gift. Das könnt ihr sehen an diesen drei Balken hier unten. Das heißt, wir können jetzt auch Feinde vergiften und dann unsere Halluzination rufen. Also ich bin jetzt eigentlich kampfbereit. Wenn jetzt was Kleineres kommt hier am Strand, warum nicht? Jetzt kann man nochmal richtig gut sehen, wie krass die Nachtsicht von dem Dilo ist. Also es ist halt jetzt stockduster und mit Nachtsicht.
einfach taghell. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, ob der die allerbeste Nachtsicht hat. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Trodon vielleicht noch eine bessere hat. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Aber hier können wir sie schon wieder ausmachen, weil hier Licht ist. Ich finde diesen Tunnel ja auch echt cool. Jetzt aber schnell hier durch. Nicht, dass uns irgendwas entgegenkommt. Oh, wie romantisch. Die Sonne geht auf. Lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefällt. Hier auf diesen Kiesfelsen bin ich voll getarnt. Zumindest mit dem Matsch drauf. Aber ich glaube, so ein Biom gibt es nicht, oder? Wo ganz viel davon ist. Das wäre halt ideal. Da würde ich fast nicht auffallen. Bin einfach eins mit der Natur. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir waschen uns jetzt den Schlamm ab. Ich meine, wir wollen ja als Albino überleben. Na, guck mal, viel besser. Ja, leider geht nicht ganz weiß. Also so ein paar dunkelgraue Flecken habe ich dann doch. Was ist das denn hier? Okay. Ist das ein schwarzes Loch oder sowas? Sieht auf jeden Fall sehr falsch aus und das wird irgendwie immer größer, oder? Das wird halt wirklich immer größer. Ich weiß halt auch nicht, wie lange das noch wächst. Das ist vielleicht so ein Nest oder sowas? Das irgendwie falsch gespawnt ist, so falsch rum oder so? Also hier diese Bauten. Aber guck mal an, wie gigantisch das ist. Oh Gott, ey, ich habe echt Angst, da rein zu glitschen und nicht mehr rauszukommen. Oh, jetzt ist verschwunden. Oh, aber das Geschwür wächst von neuem. Oh nein. Es ist halt wirklich so eine Höhle, die falsch gedingst ist. Ich mach die jetzt weg, wenn das geht. Oh, ich gewinne! Buddel schneller, Dilo! Mach sie kleiner! Oh, Problem gelöst. Das war ja mal sehr weird. Aber gut. Vielleicht haben wir damit den Server gerettet. Nicht, dass der irgendwann crasht wegen diesem Ding. Irgendwie lande ich immer wieder beim Hafen, in der Hoffnung, dass hier irgendwas ist. Aber hier wird eh wieder kein einziger Dino leider sein. Aber ich gucke trotzdem mal nach. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was auch gut ist, ich kann hier wenigstens was trinken. Ich denke nicht, dass hier irgendwie ein Croc oder so ist. Ich kann ja sogar da hinten unter die Brücke gehen. Vielleicht haben wir da mal kurz Ruhe von dem Regen. Oh, ein Traum. Oh, das ist einfach wie in so einem Horrorgame. Nur, dass ich das Monster bin, was die Menschen jagt. Ich bin aber schon echt groß geworden. Durch so eine Tür passe ich ja gerade so noch. Ich habe überlegt, dass ich vielleicht mal in die Kanalisation gehe. Vielleicht ist da ja irgendwas drin. Manche Leute erkunden die ja gerne mal. Ist aber auch eher unwahrscheinlich. Aber ich werde es, glaube ich, mal probieren. Warum nicht? Ich glaube, der Eingang müsste sogar hier unten sein. Hier sind die Rohre nämlich. Boah, ich passe da gerade noch so rein. Ich werde mich wahrscheinlich verlaufen und nie wieder rausfinden. Okay, ich bin wieder draußen. Sogar genau der gleiche Ausgang, wo ich reingegangen bin. Na gut, schade. Leider nichts zu finden da drin. Gucken wir nochmal eben hier auf dem Port an sich. Ganze 2 Sekunden, bevor ich ausgelockt war, ist da noch was passiert. Ich hatte leider schon die Aufnahme beendet. Und zwar hat sich ein Ceratosaurus neben mich teleportiert, also ein Cheetah, und hat mich dann angegriffen.
Ich konnte leider so schnell die Aufnahme nicht wieder anmachen, weil das Programm schon geschlossen war und sowas. Ich hätte dafür Rost haben müssen. Er hat mich auf jeden Fall dann zweimal gebissen oder sowas. Ich habe mich auch übergeben. Aber ich konnte dann noch zum Glück wegrennen. Ich bin auch mit meiner kompletten Stamina vor ihm weggerannt, weil der Dilo ist ein bisschen schneller als der Cerato. Und er hat auch irgendwann aufgehört, mich zu verfolgen. Also ich habe ein paar Mal auch nach hinten geguckt. Ich bin dann, als die Blutung aufgehört hatte, in den Wald abgebogen und habe auch einige Richtungswechsel gemacht, sodass er mich halt nicht mehr finden konnte. Und dann habe ich mich wieder in ein Gebüsch gelegt, habe dann rausgetappt, schnell die Aufnahme gestartet und ab dem Moment könnt ihr es jetzt wieder sehen. Ja, der hat mich instant gefunden, der ist halt am Cheaten, Mann. So schlecht. Zweimal hat er mich jetzt beim Lockout gefunden, mitten im Nirgendwo. Obwohl ich ultra weit weg war und mich in irgendeinem random Busch versteckt habe. Ich wurde das erste Mal durch einen Cheater getötet. Ich wollte mich gerade ausloggen, weil nichts los war. Ich habe niemanden gefunden. Und ich habe sogar schon die Aufnahme beendet gehabt. Ich war halt bei Sekunde 2 oder so vom Lockout. Und auf einmal knabbert der mich random an. Ich war in irgendeinem Busch, irgendwo auf einem Berg. Mitten im dollen Regen und sowas. Ja, nicht verzagen. Einfach auf ein neues. Ich bin jetzt auch schon wieder gewachsen. Bin bei 56%. Ja, gewachsen bin ich einfach wieder, indem ich halt AI gegessen habe, getrunken habe und mich dann in den Busch gelegt habe. Und jetzt bin ich schon wieder so langsam hungrig. Deswegen werde ich jetzt auf die Jagd gehen. Mal gucken, ob ich irgendwas finde. Hier vorne ist auch noch meine Menschenstation. Da werde ich jetzt auch noch mal einen kleinen Besuch machen. Scheint auch noch keiner gewesen zu sein. Sonst wären halt die Tore auf gewesen. Sieht immer so absurd aus, wenn so ein riesen Dino durch diese Türen läuft. Aber ich mag das irgendwie. Also diese Menschenstation gefallen mir echt sehr. Ist halt schade, dass hier nie wirklich Kämpfe oder so stattfinden. Das wäre halt echt mal spannend. Vielleicht ist es ja irgendwann öfter der Fall, wenn dann die Menschen richtig im Spiel sind. Dass man die dann hier halt überraschen kann. Ihr könnt auch gerne mal eure Meinung zu den Menschen in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so findet. Ob ihr es gut findet, wenn die ins Spiel kommen oder ob ihr das Spiel lieber nur mit Dinos haben würdet. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich könnte mich da jetzt auf Anhieb auch nicht entscheiden, was ich besser finden würde. Ob mit oder ohne Menschen. Aber ich mag die Gebäude auf jeden Fall sehr gerne. Die sind immer sehr atmosphärisch. Oha, vor mir sind direkt Raptoren. Ich muss mich dringend wieder Matsch suhlen. Ich bin zu auffällig in den grünen Büschen. Die Geräusche, die der macht dabei. Jetzt ab zu den Raptoren. Ich denke mal, ich werde die fighten. Ich weiß halt nicht, wie viele das sind. Ich würde gerne einmal gucken vorher, bevor ich angreife. Ich greife einfach an. Los geht's. Oh nein, die drückt mich runter zu zweit. Ja gut, da habe ich keine Chance. Ah, Mist. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Okay, einer ist tot. Jetzt den anderen auch noch gegen den Baum. Ich bin ganz schön langsam, wenn die auf mir drauf sind. Okay, der ist auch down. Ich habe halt extrem viel Blutungsschaden kassiert. Sah echt seltsam aus, der Kampf. Aber hat funktioniert. Ich muss mich erstmal irgendwo hinlegen, in den Busch oder so. Ja, da kommt nämlich schon derjenige, der abstauben möchte. Ich muss auch wegrennen.
Weil jetzt, wenn ich renne, verliere ich so viel Blut. Oh no, das könnte richtig knapp werden. Es kann sein, dass ich verblute. Oh, die Raptoren machen so viel Blutungsschaden. Das ist unglaublich. Nein, es wird schon dunkel, oder? Wird der Bildschirm schwarz? Ich weiß es nicht. Bitte halt durch, mein Kleiner. Oh, das wird richtig knapp, Leute. Drückt die Daumen. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Bitte, 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 bitte regeneriere. Du schaffst es. Halt durch. Oh nein, das Licht geht aus. Ich glaube, das war's mit uns. Oh, wir healen. Wir healen. Oh, wir haben es überlebt. Oh, jetzt schnell weg hier. Ein Hit und wir sind tops. Wir haben gar kein Blut mehr im Körper. Erstmal weit, weit weg und irgendwo ein Busch, wo es safe ist. War natürlich jetzt sehr undankbar, der Fight, weil unsere Beute direkt weggesnackt wurde. So, ich gehe mal checken, ob der was übergelassen hat. Ich denke aber nicht. Ah, das ist echt bitter, dass genau ein Zera dann kommt, weil ein Zera, der schlingt halt alles weg. Die sind immer so hungrig und die können ja auch alles essen. Sogar das Skelett. Oder der Trap da, das kann auch sein. Gegen den Zera fighten ist echt schwer als Silo, weil der viel wendiger ist. Ist, glaube ich, echt alles aufgegessen. Wahnsinn. Okay, der Kampf hat sich für mich gar nicht gelohnt. Sehr schade. Aber ich würde dann jetzt erstmal zum... Okay, es war eine Falle. Okay, okay, okay. Ich weiß halt nicht, ob ich an den rankomme. Er ist halt wendiger als ich. Ich komme halt niemals hinter ihn. Ist halt ein großes Problem. Nee, das ist Zeitverschwendung. Ich denke, wir können gehen. Ist gerade irgendwas vorbeigelaufen. Was ist das? Ey, das war gerade wieder richtig creepy. Ich bin in irgendeinem random Busch. Und es sind kaum noch Spieler auf dem Server. 29 und dann kommt hier wieder einer. Das ist halt wie beim letzten Mal. Da haben die sich halt auch zu mir teleportiert, als ich rumlag. Da war der Server halt auch so leer. Das war halt genau letzte Nacht. Ich habe halt Angst, dass wenn ich mich gleich auslogge, dann wieder tot gehackt werde. Oh, Server Restart ist gleich. Das könnte mich retten. Okay. Das ist sehr gut. Weil der Server jetzt leider schon so leer ist und ich gern weiterspielen möchte, habe ich jetzt nochmal gewechselt. Auf diesem Server müsste ich nämlich eigentlich, ach war richtig, mit dem Grow-Befehl wachsen können. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen. Da sind wir groß. Perfekt. Oh, der Raptor hängt an mir dran. Wir laufen gegen den Baum. Okay, er springt vorher ab. Okay, das war down. Nervensäge. Oh, da vorne sitzt, glaube ich, irgendwas im Busch. Ich greife mal an. Oh, das ist ein Teno. Das habe ich gar nicht erkannt. Was macht der? Was passiert denn jetzt? Ist das ein Server-Lag? Okay, der Server ist safe abgeschmiert. Da oben fliegt ein Croc. Hier läuft einfach ein Dibble lang. Beziehungsweise schwimmt da lang. Oh, zwei Crocs fliegen da. Das ist ja witzig. Mr. Croc, kommen Sie runter. Sie haben doch gar keine Fluglizenz. Das sieht ja witzig aus. Ja, gutes Timing mal wieder für den Server-Crash. Das Croc kommt genau zu mir. Ich dachte, es geht jetzt in den Boden rein. Okay, der Server ist gecrashed. Oh, da ist ein Croc.
schon voll angeschlagen, oder? Boah, als ob mich das noch gehittet hat. Come on. Ja, das ist, glaube ich, der Ping vom Server. Deswegen habe ich auch keine Chance, da irgendwie gegen den Croc gut zu fighten, denke ich. Das ist halt leider ein US-Server. Er hat mich schon wieder gehittet. Ach Mann. Ich glaube, dann werde ich heute nicht mehr glücklich werden, was Kämpfen angeht. Oh, und schon wieder gehittet. Das brauche ich gar nicht versuchen, hier zu kämpfen. Ist er denn schon vergiftet? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist schlecht. So einen habe ich gar keine Lust. Den kann ich wahrscheinlich noch schlechter fighten mit seiner riesen Hitbox und dem Ping. Ja, okay. Ja, sad. Also auf dem US-Server zu spielen ist halt fast unmöglich. Ja, ich habe jetzt auch schon wirklich eine ganze Weile mit dem Dilo gespielt, deswegen endet das Video hier. Gerade diese 2 Stunden Wachstum, die ich halt verschwendet habe durch den Hacker, waren sehr, sehr ärgerlich. Aber kann man machen, nix. Manchmal passiert das halt. Ich hatte ja bis jetzt eigentlich immer relativ viel Glück, was das angeht. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.